guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Seit heute früh liefert Russland kein Gas mehr an die OMV. Die Regierung ist um Beruhigung bemüht und tatsächlich fließt sehr wohl noch Gas nach Österreich, nur an andere Abnehmer. Zäher Start. Die Regierung wollte 100 neue Kassenarztstellen üppig fördern. Bisher ist nur ein kleiner Teil davon besetzt. Zwischenbilanz nach einer Woche Weltklimakonferenz. Es gibt viel Kritik am Format und bisher wenig Ergebnisse. Das Sonntagswetter bringt uns morgen Sonne, Wolken und Nebel. Die OMV und Gazprom sind übers Kreuz. Die Entscheidung eines Schiedsgerichts schafft seit heute Fakten. Für die OMV ist der Gashahn aus Russland zu. Das Schiedsgericht hat dem Konzern, also OMV, 230 Millionen Euro Schadenersatz zugesprochen, weil Gazprom im Jahr 2022 nach Kriegsausbruch sehr unregelmäßig geliefert hat. Fachleute sehen keine große Gefahr für massive Preisanstiege. Seit heute früh muss die heimische OMV auf Gaslieferungen der russischen Gazprom verzichten. Sie hat ihre Lieferungen eingestellt. Dennoch kommt derzeit weiterhin russisches Gas in Österreich an, allerdings um 10-20% weniger. Das zeigen die heutigen Daten des Knotenpunkts Baumgarten in Niederösterreich. Wie ist das zu erklären? Es ist ja nur der Liefervertrag mit der OMV betroffen. Es gibt aber immer noch bestehende Transitverträge für den Transit über die Ukraine und auch für den Transit über die Slowakei. Die sind davon dann nicht betroffen. Und deswegen kann russisches Gas immer noch ganz normal über Transportleitungen auch nach Österreich fließen. Aber auch der Transit durch die Ukraine könnte mit Ende des Jahres nicht mehr möglich sein. Das Land hat ja angekündigt, russisches Gas nicht mehr durchzuleiten. Gleichzeitig gibt es neben der OMV auch noch andere Abnehmer, die das russische Gas unter anderem an der österreichischen Börse verkaufen können. Energieministerin Leonore Gewessler betont jedenfalls auch heute, Österreichs Energieversorgung sei gesichert. Wir haben in den letzten 2 Jahren im Ministerium auf Hochdruck daran gearbeitet, uns unabhängig zu machen von russischem Gas, weil wir wissen, Wladimir Putin ist kein verlässlicher Partner. Wir wissen, er erpresst uns mit Gaslieferungen und spätestens seit Kriegsbeginn ist das kristallklar. Auf die Preise dürfte der Lieferstopp an die OMV keine wesentlichen Auswirkungen haben, so die Expertin. Was wir gesehen haben, ist ein Preisanstieg und der ist halt schon passiert, bevor die Gasflüsse überhaupt reduziert worden sind. Mit spürbaren Preisanstiegen sei in der kommenden Heizsaison nicht zu rechnen, betont die E-Control. Bedonga aus der ZIB-Innenpolitik ist bei uns. Die Regierung ist um Beruhigung bemüht. Wie gelingt ihr denn das? Wenn Wladimir Putin den Gashahn zudreht, dann müssen wir in Österreich Angst haben, in unseren Wohnzimmern zu frieren. Dieses Drohpotenzial, das wir aus dem Winter 2022-2023 kennen, das gibt es so nicht mehr. Das heißt, Putin kann Europa nicht mehr mit einem Gaslieferstopp politisch erpressen. Und auch Österreich hat hier seine Hausaufgaben gemacht. Die Gaslieferquellen sind diversifiziert worden. Es ist eine strategische Gasreserve angekauft worden, sehr teuer, um 4 Milliarden. Wir verbrauchen weniger Gas durch den Ausbau der Erneuerbaren, aber auch, weil die Industrie nicht so gut läuft und die Gasspeicher sind voll. Aber jeder, der mit Gas heizt oder kocht, wird sich jetzt fragen, erstens reicht das Gas und zweitens, wie teuer wird es für mich? Also alle Experten sagen, das Gas wird in Österreich reichen. Auch ohne russisches Gas wird es zu keiner Mangellage kommen. Das ist das eine. Das andere ist der Preis. Die meisten Gaskunden haben Verträge mit Preisbindung. Da wird sich jetzt kurzfristig einmal nichts tun. Trotzdem heißt es, wachsam zu sein. Wenn man einen Floater-Tarif hat, also einen marktgebundenen Tarif, dann könnte man 1-2 Euro pro Monat an Mehrkosten ertragen müssen. Das heißt es von der E-Control. Aber die Gaspreise, die sind in den vergangenen Wochen an der Börse schon gestiegen. Das heißt, diese Lieferengpässe sind schon eingepreist und das könnte sich dann auswirken auf den Strompreis für die Industrie und möglicherweise dann auch beim Wiederbefüllen der Speicher. Da sagen die Experten, die Regierung sollte eingreifen und Teile dieser Gasreserve auf den Markt werfen. Das würde preisdämpfend wirken. Nur wir haben derzeit keine Regierung mit einer Mehrheit. Österreich hat ja mit den Gaskäufen eigentlich den russischen Angriffskrieg mitfinanziert. So ehrlich muss man sein. Der Vertrag der OMV, der läuft ja so lange, bis 2040 eigentlich. Ist das jetzt, diese Situation jetzt vielleicht eine Chance, da rauszukommen? Vorweg, dieser Vertrag ist einer der Hauptgründe, warum Österreich so viel Gas aus Russland noch immer bezieht. 80-90% sind das in den letzten Monaten gewesen. Das ist ein Take-or-Pay-Vertrag. Also die OMV müsste auch zahlen, wenn sie das Gas nicht genommen hätte. Den Vertrag kennt nur die OMV selbst. Experten sagen, es müsste schon mehrere Monate lang kein
Gas von der Gazprom an die OMV gehen, damit man rechtlich da eine Chance hat. Jetzt hat das einmal begonnen. Was auch dafür spricht, ist, ab 1. Jänner soll durch die Ukraine kein Gas mehr aus Russland nach Österreich kommen, weil dieser Durchleitungsvertrag nicht verlängert wurde. Was wir auf jeden Fall sehen, ist die langsame Abkehr Österreichs in der Energiepolitik von Russland. Dankeschön, Peter Unger, für diese Erläuterungen. Ja, und wie gut die Politik für uns vorgesorgt haben will für den kommenden Winter, das ist auch ganz schnell in der Steiermark betont worden. Denn da wird schon ziemlich bald gewählt. Morgen in einer Woche, am 24. November, ist Landtagswahl. Der Landeshauptmann wird ja nicht direkt gewählt, aber wenn es so wäre, dann hätten die Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ und FPÖ in etwa gleiche Chancen auf den Sessel. Das zeigt die aktuelle Vorwahlbefragung, die vom ORF und der Kronenzeitung in Auftrag gegeben worden ist. Amtsinhaber Christopher Drexler von der ÖVP kommt da genau auf 22%, Anton Lang von der SPÖ auf 19% und Mario Kunasek, Spitzenkandidat der FPÖ, auf 23%. Gewählt wird aber eben nicht der Landeshauptmann, sondern der Landtag. Und da zeigt sich, dass 55% der Wählerinnen und Wähler in der Steiermark den Wahlkampf durchaus mit Interesse verfolgen. 57% geben an, dass auch die Bundespolitik für ihre Entscheidung wichtig ist. Und 75% sagen, dass sie auch sicher wählen gehen wollen. Ja, und wie soll sie aussehen, die nächste Landesregierung? Da sagen 59% der Befragten, dass sie gerne wieder die ÖVP dabei hätten. 51% die SPÖ, 37% die FPÖ, 16% die NEOS und die 14% wünschen sich die Grünen und die KPÖ in der nächsten Landesregierung. Noch aber wird um jede Stimme gekämpft in der Steiermark. Geprägt ist der Landtagswahlkampf in der Steiermark derzeit vom Duell um Platz 1 zwischen ÖVP und FPÖ. Ein Zweikampf, der spätestens mit dem Ergebnis der Nationalratswahl voll entbrannt ist. Christopher Drexler, seit 2022 Landeshauptmann, geht in seine erste Wahl als Spitzenkandidat der ÖVP. Ich möchte all jene einladen, die keine blaue Mehrheit in diesem Land wollen, diesmal mir ihre Stimme zu geben oder auch bloß zu leihen. Bei der FPÖ gibt man sich so wie beim Wahlkampfauftakt in Hartberg siegessicher. Die haben ja Chance gehabt. Die haben es vergeigt, die haben das Match in Wahrheit eigenverschuldet schon verloren. Der frühere Verteidigungsminister geht zum dritten Mal als FPÖ-Spitzenkandidat ins Rennen. Die SPÖ, sie bildet derzeit eine Koalition mit der ÖVP, hofft nach dem Motto, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte auf einen Überraschungserfolg. Der Wahlkampf selbst läuft bisher eher sachlich und themenbezogen ab. Große Differenzen gibt es eigentlich nur beim geplanten Leitspital Liezen. Dieses neue Krankenhaus soll die bisherigen Spitäler in Bad Aussee, Rottenmann und Schladming ersetzen. Diese Pläne von ÖVP und SPÖ werden von den Freiheitlichen und den übrigen Oppositionsparteien strikt abgelehnt. Stichwort Spital, wer ein gesundheitliches Problem hat und dann zum Kassenarzt zur Behandlung will, der muss weiterhin lange warten. Die scheidende Regierung wollte mit einer großzügigen Förderung dagegen wirken. 100 Kassenarztstellen sollten finanziell unterstützt werden. Kanzler Nehammer versprach gar 800 Stellen bis zum Jahr 2030. Allerdings, die Umsetzung läuft zäh. Bisher wurden gerade einmal 28 neue Stellen besetzt. 100 Kassenarztstellen mehr, 100.000 Euro Förderung pro Ordination inklusive. Das war die große Ankündigung nach dem Sommerministerrat 2023. Die Umsetzung ist aber gar nicht so einfach. Ja, der Herr Bundeskanzler hat gemeint, es geht eh schnell, aber solche 100 zusätzlichen Stellen müssen ausgeschrieben werden. Die müssen auch einmal Ordinationen haben, die müssen zu arbeiten beginnen. Zuerst wurde die Verteilung von 100 Kassenstellen nach regionalem Bedarf errechnet. Wien bekam 22 Stellen zugewiesen, Niederösterreich 19 oder Kärnten 6. Fix abgeschlossen wurden bisher nur 28 Verträge. Die meisten mit je 6 in der Steiermark und in Oberösterreich. Nur einen Vertrag gibt es bisher in Wien und in Vorarlberg. Bei 8.300 Kassenärzten keine so große Zahl. Kann sich der Ärztekammerpräsident das geringe Interesse erklären? Es ist etwas, was auch sich erst ordentlich herumsprechen muss, dass er bemerkt werden muss. Und das Zweite ist natürlich, dass es auch noch andere Faktoren als nur das Pekuniäre gibt. Das Umfeld müsse stimmen, die Größe der Immobilie etwa. Und viele junge Ärzte arbeiten nicht gern allein und gehen lieber in ein Primärversorgungszentrum.
Die COP29, die Klimakonferenz in Aserbaidschan, geht in die Halbzeit. Die erste Woche dieses Gipfels ist holprig gelaufen. Hauptthema ist dort das Geld und die Verhandlungen sind scheinbar doch eher mühsam. Von Durchbrüchen kann keine Rede sein. Und viele wichtige Staats- und Regierungschefs fahren nicht einmal hin. Naomi und Nafisu sind aus Ostafrika nach Baku gereist. Sie wollen der Weltpolitik zeigen, wie Hitzewellen, Dürren und Fluten ihre Zukunft bedrohen. Die 14-jährige Naomi erlebt in ihrem Heimatland Südsudan bereits Temperaturen von bis zu 45 Grad. Ich mache mir wirklich Sorgen um die Zukunft. Ich war schon letztes Jahr bei der COP und wir sehen keine großen Veränderungen, vor allem in Südsudan. Den Jugendlichen geht es um ihre Zukunft, anderen offenbar mehr ums Geld. Vor dem Beginn des Gipfels taucht ein Video des Chefs des aserbaidschanischen COP29-Teams auf. We have a lot of gas fields that are to be developed. Neben grünen Projekten bespricht Elnur Sultanov auch Ölpipelines und Gasfelder als Investitionsmöglichkeiten mit einem Mann, der sich als potenzieller Investor ausgibt. Tatsächlich ist Sultanov, der auch Vize-Energieminister in Aserbaidschan ist, Antikorruptionsaktivisten ins Netz gegangen. Beim Klimagipfel selbst fehlen auch heuer wichtige Akteure. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist aufgrund der Regierungskrise zu Hause geblieben. US-Präsident Joe Biden fehlt ebenfalls. Sein Nachfolger Donald Trump plant offenbar bereits den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Und Trump-Fan und Präsident von Argentinien Javier Milei hat seine gesamte Delegation nach wenigen Tagen aus Baku abgezogen. Ganz aufgeben wollen die Teilnehmenden die COP29 trotzdem nicht. Eine Woche bleibt ihnen ja noch. Willkommen in den Nahen Osten. Im Gazastreifen sollen zuletzt wieder 35 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden sein, heißt es von palästinensischer Seite. Und im Libanon geht Israels Armee zuletzt wieder verstärkt gegen die Hisbollah-Miliz vor. Israelische Angriffe hat es sowohl in Vororten der Hauptstadt Beirut als auch im Süden des Libanon gegeben. Auch zwei Sanitäter sollen dabei getötet worden sein. Israel reagiert damit auf Angriffe der Hisbollah, denn nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 hat sich die Hisbollah mit der Hamas solidarisiert. Seitdem ist auch der Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hisbollah wieder eskaliert. Kein Ende der Kämpfe, also im Gegenteil, denn auch die Hisbollah feuert weiter Raketen nach Nordisrael. Das ist eine große Belastung natürlich für die Menschen, aber nicht zuletzt leidet auch die Natur, wie Nikolaus Wildner weiß. Raketenbeschuss aus dem Libanon. Alltag in Nordisrael seit 13 Monaten. Brände in den trockenen Sommermonaten. Auch im Naturreservat Hula, rund 10 Kilometer vor der libanesischen Grenze. Das Reservat in Flammen zu sehen, hat mir sehr wehgetan und mich belastet. Wasserbüffel, Zugvögel, Reptilien. Dieses Dickicht aus Zypergras ist typisch für dieses Naturschutzgebiet. Es bietet Nahrung und Zuflucht für viele seltene Tierarten. Auf dieser Seite riecht es stark verbrannt. Die Tiere, die sich nicht schnell genug in Sicherheit bringen können, sind diesem Feuer nach Raketenbeschuss hier zum Opfer gefallen. Seit Beginn des Hisbollah-Beschusses vergangenen Oktober verbrennt in Nordisrael eine Fläche größer als halb Wien. Besucher werden nach dem Krieg hier eine veränderte Landschaft vorfinden. Verkohlte Flächen, verbrannte Wälder und völlig zerstörte Landstriche. Noch weiter nördlich im Naturreservat Tel Dan. Seit der Krieg läuft, bekämpfen wir Brände hier in der ganzen Gegend unter Raketenbeschuss. Voller Einsatz, um noch Schlimmeres zu verhindern. Der Bodenbewuchs erholt sich bald wieder, aber die Bäume werden Jahre, viele Jahre brauchen, um nachzuwachsen. Derzeit umkämpfte Ortschaften im Libanon liegen in Sichtweite. Raketenbeschuss ohne Vorwarnung ist jederzeit möglich. Lange sollen wir uns hier nicht aufhalten. Und wir schauen in der Sendung noch hinein in das neueste Buch von Reinhold Bilgeri, das dritte schon, das der Musiker vorlegt. Aber das, so sagt er, hat er mit viel Zorn geschrieben. Gleich erfahren wir, warum, nach den Meldungen. Die UNO warnt vor einer Massenflucht aus der Ukraine. Grund dafür sei, dass die russische Armee zunehmend die Bevölkerung und zivile Energieinfrastruktur mit Drohnen angreife. Laut den Vereinten Nationen seien in der Ukraine bereits 3,6 Millionen Menschen auf der Flucht.
Bei der heutigen Mitgliederversammlung der Wiener NEOS ist Christoph Wiederkehr mit 93,6% als Wiener Landessprecher der NEOS wiedergewählt worden. Wiederkehr steht somit für weitere 3 Jahre an der Spitze der Wiener NEOS. Als Wiener Vizebürgermeister betont er die funktionierende rot-pinke Koalition in Wien und plädiert für eine Regierungsbeteiligung der NEOS im Bund. Vor gut 2 Wochen sind in Kaltenleutgeben in Niederösterreich 5 tote Schafe auf einer Weide gefunden worden. Nun ist offiziell, es handelte sich um Wolfsrisse. Damit sei der erste Wolfsriss im Wienerwald bestätigt, so nahe wie bisher noch nie am Großraum Wien. Laut Experten sei das keine Überraschung. Mit zunehmender Wolfsdichte würden sich die Tiere immer näher an dicht besiedelte Gebiete heranwagen. Die US-Amerikanerin Michaela Schifrin hat heute mit einem Vorsprung von knapp 8 Zehntel den Weltcup-Slalom in Levi gewonnen. Schifrin feiert damit ihren 98. Weltcupsieg. Grund zur Freude gab es aber auch bei der Vorarlbergerin Katharina Liensberger. Liensberger fuhr auf Platz 2 und meldet sich damit eindrucksvoll in der Weltspitze zurück. Das Kolosseum in Rom soll wieder Schauplatz von Gladiatorenkämpfen werden. Allerdings alles nur Show und Werbung, ausgedacht von einer Buchungsplattform. Sie bietet einigen Auserwählten die Möglichkeit, in der 2000 Jahre alten Arena einmal Gladiator spielen zu dürfen. Alles war ausgemacht, aber nun ist die Stadt Rom dagegen. Diese Mauern haben wahrlich schon viel gesehen und tun es noch, umringt von möchtegern Cäsaren und Gladiatoren. Von Elon Musk erträumt als Kampfplatz gegen Mark Zuckerberg, doch aus dem Duell wurde nichts. Und jetzt kommt auch noch Airbnb und ruft zum Entfesseln des inneren Gladiators auf. Am 7. und 8. Mai sollen je 16 Auserwählte die Gelegenheit bekommen, hier zu kämpfen. Nach Führung und Wahl der richtigen Waffen. Die Anmeldung läuft von Ende November bis Anfang Dezember. Eine Werbung für Gladiator 2 und vor allem für die Buchungsplattform, der, so ätzen manche, ohnehin schon alle Wohnungen rundherum gehören. Es gibt allerdings in welchen auch noch echte Eingeborene und die demonstrieren, geschmacklos sei das. Und auch die sozialdemokratische Stadtverwaltung ist dagegen. Sie versteht nicht, wie die Verwaltung des Kolosseumparks mit der Buchungsplattform so eine Vereinbarung schließen konnte. Nun, dem Vernehmen nach, um Finanzhilfe. Ach ja, die Regierungspartei Fratelli d'Italia wusste davon und das lässt einer sofort wieder an Elon Musk denken, den verhinderten Gladiator und Freund der Regierungschefin. Reinhold Bilgeri kennt man besonders als Musiker und Filmemacher, aber er ist eben auch Bestsellerautor. Nun legt er sein 3. Buch vor und das hat ihn emotional besonders gefordert. Das heißt, Das Gewissen der Tauben ist ein nostalgisch-politischer Roman, für den der Vorarlberger wieder aus seiner spannenden und berührenden Familiengeschichte geschöpft hat. Zwischen Wien, Vorarlberg und Südamerika hat Reinhold Bilgeri das Gewissen der Tauben angesiedelt und in der Doppelmoral der Nachkriegszeit. Eine junge Lehrerin trifft auf einen zwielichtigen Geliebten, der Nazis mit Hilfe des Vatikans aus Europa schleust. Der wichtigste Grund, das Buch zu schreiben, war eigentlich die Wut, die in mir seit den 60er Jahren rumort über das Schweigen damals. Alles ist verschwiegen oder verdreht oder bagatellisiert worden. Seine Familiengeschichte hat Bilgeri inspiriert, so die Tagebücher seines Vaters über Krieg, Desertion und Gefangenschaft in Ägypten. Es ist weltgeschichtlich aufgearbeitet worden. Nur im regionalen und im innerfamiliären Raum ist oft nach wie vor und immer noch geschwiegen worden. Und die Folgen davon sieht man zum Teil auch heute wieder. Liebe, Action, Krimi, ein Erinnerungsbuch wie ein Film noir über Haltung und den schwierigen Weg dorthin. Und damit sind wir schon am Ende der ZIP für heute. Markus Watzak steht noch gleich mit den Aussichten fürs Sonntagswetter morgen bereit. Und wir beide wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Ja.